Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Und wie ihr sehen könnt, haben wir einen Begleiter. Leute, ich muss, ich habe mir was überlegt. Und zwar habe ich jetzt die ganze Zeit nochmal geguckt von der Folge ab gestern ab. Wo liegt das Problem mit diesen Rädern und so weiter? Und ich habe wirklich keine Lösung gefunden. Ich dachte, wie gestern schon angesprochen, es liegt vielleicht daran, dass die Räder zu nah aneinander gestellt sind und so weiter. Ich habe dann im Internet mal ein bisschen Forschung getrieben. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob jemand von euch da einen Tipp drunter geschrieben hat. Wenn es so ist, werde ich den natürlich berücksichtigen. Aber ich habe mir jetzt erstmal Folgendes überlegt. Und zwar spiele ich ja hier auf einem Singleplayer-Server und bin dann sowieso Administrator auf dem Server und so weiter. Wir werden es wie folgt machen. Solange das mit dem Rad nicht funktioniert, weil sonst wäre es für mich einfach zu frustrierend, das muss ich dazu sagen. Wir werden das so machen, wir werden ganz normal NPCs betäuben, also uns ganz normal NPCs farmen gehen. Und solange das mit diesen Rädern nicht klappt, werde ich dann Folgendes machen, dass ich einfach diese NPCs 1:1 nach einer gewissen Zeit spawnen lasse. Also sprich, wir zähmen die NPCs, wir stecken sie ins Rad der Schmerzen und ich warte dann einfach, ja, ich sag ich mal, 1-2 Folgen so und werde dann die NPCs spawnen, so als wären sie halt eben gezähmt worden. Das ist jetzt so die Lösung auf die Schnelle, die ich jetzt rausgefunden habe. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen mit dem, was ich meine. So habe ich es jetzt auch mit hier mit Enbatu gemacht. Den haben wir ja oben in unserem Camp, bei unserem Zuhause, haben wir den ja, betäubt und haben ihn dann ins Rad der Schmerzen packen wollen. Und ich habe dann einfach mal geschaut und habe gesehen, okay, ich kann NPCs, gezähmte NPCs, kann ich spawnen lassen auf dem Server. Und dachte mir, okay, dann ist das doch die Möglichkeit. Und dementsprechend haben wir hier Enbatu, kann ich euch mal kurz zeigen. Der hat jetzt auch keine übermäßigen Werte, ich habe da jetzt auch nichts eingestellt, sondern ganz normal ihn so spawnen lassen, als hätten wir ihn jetzt wie gesagt gezähmt, im Rad der Schmerzen gehabt und so weiter. Er hat 1680 Leben, also scheint schon ordentlich zu sein. Fernkampfschadenbonus hat er auch, er hat jetzt allerdings von mir Nahkampfwaffen und ich habe ihn jetzt mal ausgerüstet. Er hat die Axt, er hat ein Schild, er hat unsere ehemalige leichte Rüstung. Und zu essen hat er die Schleimsuppe erstmal. Ja, das sollte erstmal so reichen. Also so werden wir das jetzt mal handhaben, bis zu dem Zeitpunkt, wo das mit dem Rad des Schmerzens vielleicht dann irgendwie gefixt wird oder sobald jemand dann eine Idee hat, dann kann man das natürlich wieder auf normalen Wege machen. Aber es wäre jetzt für mich ehrlich gesagt zu frustrierend, wenn ich mir jetzt hier gar keine NPCs holen könnte. Und dementsprechend, ja, müssen wir da ein bisschen tricksen, aber ich denke, so ist es dann auch. Ich will mir die jetzt nicht einfach so spawnen, das wäre auch ziemlich blöd, sondern ich will die schon normal ranholen, sage ich mal, und dann nach einer gewissen Zeit einfach spawnen lassen, so als wären sie durch das Rad der Schmerzen gelaufen. Ich denke, das ist jetzt erstmal so auf die Schnelle die bessere Lösung. Gut, Leute, ansonsten habe ich ja gesagt, wir gehen heute auf Tour zum Beginn der neuen Woche. Und wir haben nicht wirklich viel dabei. Ich habe einfach mal so die Grundsachen mitgenommen und bin jetzt schon mal mit euch oder beziehungsweise mit Enbatu hier hochgelaufen, denn ich würde gerne Folgendes machen. Ich würde gerne hier durch dieses Gebiet hier hoch in den Bereich, wo die Pferde sein sollen. Wo genau die da sein sollen, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir mit dem Hügel der Toten auch irgendwie rum, aber es klingt schon so, als wäre das ziemlich hochlevelig. Ich bin gespannt. Also einfach mal so eine kleine Map-Erkundung hier oben in diesem Bereich. Und mal gucken, was wir so alles sehen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt gemeinsam. Starten wir heute rein. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir brauchen. Pass mal auf, du folgst mir mal. Und wie gesagt, ein Batu wird uns jetzt hier begleiten. Ich glaube, ich habe ihn aber auch noch auf den Verhalten. Taktik, Folgedistanz, gering. Genau. So, auf geht's. Du hast etwas entdeckt. Chaosmund. Okay. Ja, ich laufe jetzt einfach mal. Hier laufen wir eigentlich in die richtige Richtung. Nee, wir müssen hier hoch. Da hinten wird es schon grün, seht ihr? Guck mal, wir gucken hier gerade mal ums Eck. Vielleicht geht's da vorne. Da vorne müsste es doch durchgehen, oder? Bin ich mal sehr gespannt. Es soll da anscheinend in dem grünen Bereich auch Schweine geben. Und ein Batu kann ja dann da ein bisschen leveln. Das war so meine Idee. Und ich will mal gucken, wie sich die NPCs so schlagen. Und ich hoffe, es ist für jeden okay, wenn wir das so handhaben mit den NPCs erstmal. Solange da halt eben das nicht anders geht. Weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da das Problem ist. Aber müssen wir da... Kommen wir da überhaupt irgendwo rum?
Nee, hier ist eine komplett... Ah, hier können es aber durchgehen, oder? Dann laufen wir davor. Ich war jetzt noch am Überlegen, ob wir unser Nashorn mitnehmen, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, der hat jetzt nicht so viel Leben oder noch nicht so viel Leben, als dass ich mich das jetzt schon trauen würde hier irgendwie. Mit Tieren werden wir das übrigens nicht machen, weil die Tier, ja, Zuchtgeschichte funktioniert ja, ne? Es geht jetzt halt nur rein um die NPCs, die ich jetzt hier... Oh. Was seid ihr für welche? Ja, um die NPCs, die ich jetzt halt hier nicht anderweitig rankriege. So, und wenn wir uns jetzt halt NPCs holen, so wie jetzt da unten, dann sieht man ja, was das für einer ist, ne? Weiß man, hyrikanischer Krieger, Stufe 1 oder sowas. Und wenn wir denen uns dann sagen, okay, den nehmen wir mit, dann packe ich die zu Hause ins Rad der Schmerzen und lass dann einfach 2, 3 Folgen später, wenn die lang genug drin waren, dann lasse ich da einen spawnen und vernichte dann die, die im Rad der Schmerzen sind, so als wäre er eben aus dem Rad der Schmerzen rausgekommen. So, das ist jetzt so einfach auf die Schnelle die Überlegung, die ich mir gemacht habe. Und ich hoffe, das geht in Ordnung für jeden. Bin gespannt allerdings, ob jemand von euch vielleicht da einen Tipp gegeben hat, wie man, ja, da vielleicht die Sache fixen kann. Oh, Alter, was ist denn hier los? Ich will hier doch gar nicht hin. Ich glaube, wir müssen über die Mauer, Leute. In Batu, komm mal mit. Junge, ich glaube, wir sind hier falsch. Und ich will mich jetzt auch nicht unbedingt mit allen anlegen. Kommst du? Jo. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Eben fällt es mir ein. Wasser, ich habe kein Wasser geholt. Oh, dann können wir aber nur hoffen, dass in diesem grünen Gewalt, sonst habe ich ein Problem. Oh shit, das fällt mir eben gerade heiß ein. Wie weit ziehen wir denn weg vom Wasser? Falsch. Auch falsch. Hier muss ich hin. Doch, hier hinten ist Wasser. Shit, shit, shit. Es fällt mir eben gerade ein, dass ich vergessen habe. Sind die ganze Zeit noch im Wasser lang gelaufen. Ich hält. Ja, ich weiß halt nicht, was ist denn eigentlich mit dem Batu, wenn ich hier hochkletter? Kommt der danach? Da vorne sieht es ja noch an einer günstigen Stelle aus. Da probieren wir es jetzt einfach mal. Jedenfalls schimmert da schon mal was durch. Der Ausdauer sollte eigentlich gehen. Hier unten ist doch Wasser, ne? Komm, da holen wir uns jetzt aber erst noch was zu trinken. Oh, da ist Action. Bam. Kommst du? Ich weiß jetzt halt auch nicht, muss ich mal gucken, wie ich ihn einstelle, dass er halt auch eben auf die gepulten Tiere geht, ne? Da ist schon wieder so ein fettes Krokodil, Alter. Zuflucht des Priesterkönigs. Oh, hallo. Ein Barton, schlag zu. Ja, weiß. Ah, du bist ja eine Maschine, Junge. Ja. Ja, nee. Oh, nee, ich hab gar kein Ding dabei. Och, ich Held. Doch, natürlich habe ich es dabei. Bin ich jetzt bescheuert? Jetzt ist wieder voll. Alles klar, jetzt haben wir es. So. Und jetzt probieren wir mal darüber zu kommen. Den Batu könnten wir dann vielleicht mal das Krokodil unten bei uns nochmal versuchen. Wie gesagt, das hatte ich auch mit so einem Bug, habe ich das wegbekommen. Weil es dann wirklich gebuggt hatte. Das war so ein bisschen Bug-Using, habt ihr ja gesehen. Aber das war ja auch nicht Sinn und Zweck der Aktion. Und ich glaube, da gibt es aber auch nochmal die Möglichkeit, dass man das einfach anders im Server einstellt, dass man dann sagt, okay, dass dann die Tiere, wenn man sie da weggemacht hat, so und so weit um die Dings nicht wieder spawnen, ne? So, und Bartu, was machst denn du? Kommst du nach, wenn ich jetzt da hochkletter? Warum hast du jetzt losgelassen? So, Johnny, pass mal auf. Kriegen wir das in einem Zug dahin? Das müsste eigentlich passen von unserer Ausdauer, denke ich, oder?
Die haben jetzt nämlich echt nach oben gepusht. Genau wegen so Aktionen. Ja, das haut hin mittlerweile. War sehr geil. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nee. Genau, da will ich hin. Oh, guck mal, schön. So, was ist denn nur mit Enbatu? Ah, der kommt mit. Oh, sehr geil, dass du mitkommst. Das freut mich. Was ist denn das? Gelb-Lotusblüte. Oh, guck mal, wie schön. Wie schön es hier ist, oder? Richtig gut. Dann nimm mal deinen Bogen, bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, was es hier... Oh, da vorne steht ein Reh. Was ist denn das hier? Asurus. Was kann das? Eine pinke Blume. Ist auch eine Zutat. Okay, können wir bestimmt auch irgendeinen Trank machen. Da wäre auch Wasser gewesen. Und jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken, in welche... Ja, in die Richtung, genau in die Richtung möchte ich gehen. Du bist aber kein Kitze, ne? Nö, bist du nicht. Du bist einfach ein Reh. Okay, Sauwetter haben wir auch. Wow. Oh, da ist... Ist das da schon der... Ja, guck mal, das da hinten ist der Vulkan, Alter. Ach krass, wie gut das aussieht, oder? Die Frage ist bloß, ist hier immer so ein Wetter? Weil das wäre ja mal richtig schön zum Bauen, muss ich ehrlich sagen. Da oben auf so ein... Oh, guck mal, da oben der Turm. Oh, 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 Batu, Achtung. Jawohl, feste drauf, ein Wolf, Alter. Whipper in terror, fool. Oh, der backt da auch gerade, oder? Sharp pup, yours. Komm mal, Batu, machen kaplatt. Machen kaplatt. Mach ihn platt. Ja, du musst ihn auch schon treffen. Okay, du steigst aber auf. So, ab heute Messer habe ich, glaube ich, auch keins dabei. Was war denn ein Wolf, ne? Ja, Wolfsfell kriegen wir da raus. Krass, aber die machen auch ganz schön Damage. Okay, Wölfe gibt's hier. Krasser Scheiß. Aber wie schön es hier einfach ist. Es ist viel schöner wie in der Wüste. Oh, Alter, was steht denn da vorne? Guck mal. Uff. Oh, das ist ein Wolf. Alter, Batu, habt ihr das gesehen? Wie hat den eben gerade weggemacht hat? Alter, das ist eine Maschine. Have you nothing better, Pup? Oh, krass. Alter, das war ein Hirsch mit einem Totenkopf, ne? Ich hab das hier dabei, wartet mal. Weiß nicht, ob kriegt man da vielleicht besseres Fleisch raus aus dem? Exotisches Fleisch. Nice. Den Boss einer Bosskreatur, den Kopf einer Bosskreatur beschaffen. Das war eine Bosskreatur, ernsthaft? Was ist denn da jetzt wieder? Ah, okay. Was kriegen wir aus dem Wolf raus? Wolfskopf? Klauen. Krass. Das
war eine Boss-Kreatur. Alter, in Batu bist du eine Maschine, ey. Sag mal, kannst du jetzt irgendwie... Stufe 4 bist du, aber ich kann dich nicht irgendwie, hochleveln, oder? Werte? Ach doch, sie gehen automatisch hoch. Guck mal, Stärke 4, Beweglichkeit 16, okay. Nice! Ein Bosshirsch gemacht. Wie krass ist denn das? Was ich aber sagen muss, diese... Wartet mal, ist das anderer Stein, den wir hier kriegen? Ah, das kannst du mal... Oh, habe ich auch vergessen zu reparieren. Ja, natürlich wieder. Ah, ne, das ist normaler Stein. Okay. Sieht nur anders aus. Da unten sind wieder Wölfe. Warte mal, den pull ich gleich mal. Okay, das war nix. Du mach ein Blatt. Jawoll. Guck mal, Alter. Was ja für eine Maschine ist denn ein Bart, oder? Soon my teeth will taste your throat. Yeah. Der in Batu weiß, wie es geht. Junge, ist das gut. Komm, dann wollen wir mal weiter, sonst kommen wir da nie an, wo wir hinwollen. So. Was natürlich auch mega wäre, wenn hier Wölfe rumlaufen, gibt es doch bestimmt auch kleine Wölfe, oder? Babywölfe, die wir uns mitnehmen können. Ein Batu kann bestimmt ein, zwei tragen. Das ist ein Wildschwein, oder? Was ist denn, Batu? Jetzt will ich aber gerade nochmal gucken. Pass mal auf. Verhalten. Taktik. Aktivität. Bereich bewachen. Bewache mich. Nichts angreifen. Verfolgungsdistanz. Angriffsdistanz. Angriffsdistanz machen wir mal so. Ja, gering 10 Meter. Verhalten. Taktik. Bleiben und verteidigen. Nahkampf bevorzugen. Okay, wir haben eigentlich alles eingestellt, was er braucht. Die Frage ist, ist hier die ganze Zeit so ein Wetter? Das wäre ja schade, wenn hier so schön... Ah, da vorne ist wieder ein Wolf. Ne, den Rehen mache ich nichts. Die dürfen bleiben. Die haben bestimmt auch exotisches Fleisch oder so, aber die dürfen bleiben. Hier im hohen Gras siehst du diese Wölfe kaum, ne? Wenn die nicht ein bisschen erhöht stehen, so wie da oben, siehst du die nicht. Was gibt's denn hier noch für Tiere? Bin immer echt gespannt. Der sitzt da oben auch so, ne? Als wäre das irgendwie auch so ein Bossgegner. Teufelsunterschlupf. Okay. Das ist auch ein Wolf. Ah, da sind Wölfe. Aber vielleicht kann man gucken, vielleicht sind da irgendwo Babys. Ne, das sind nur drei Ausgewachsene. Babys sehe ich hier keine laufen, schade. Hätte ich mir einen mitgenommen. Was ist denn das? Guck mal. Das sind Wildschweine, oder? Das ist ein Wildschwein. Ah ja. Oh. Und ich glaube, das ist aber... Oh, ich hab's gewusst. Oh, das ist aber ein dickes Schwein. Aber ich sehe da hinten ein Babyschwein. Wo bist du denn hin? My claws are sharp. Are yours? Hey, Schwein. Ja, genau. Okay.
Alter, der Enbato, wie er drauf geht, oder? Alter, Digga. Krass. Rohes Schweinefleisch kriegen wir aus denen raus. Und aus dir? Schmackhaftes Fleisch, rohes Schweinefleisch. Und da hinten war ein Baby, ich hab's genau gesehen, das will ich haben. Boah, ist das, das ist ja echt mit, also irgendwie kommt es manchmal so vor, als hätte ich die, guck, da ist es, da ist es, da ist es, seht ihr es? Da ist es! Schwein! Hallo! Bleib mal hier, bleib hier, ich will dich auch, ah, wir haben es, Frischling! Bartu, bleib mal hier, das hätte ich gern dir gegeben. Ein Frischling! Oh, wie gut ist denn das? Aber Leute, ich glaube, dieses Schweinefleisch brauchen wir auch. Ich glaube, da nehmen wir noch ein paar mit. Have you nothing better, Pup? Soon my teeth will taste your throat. Denn Bartu ist einfach eine Maschine. Stoßzähne, schmackhaftes Fleisch. Ah, krass, oder? Ein Frischling. Oh, geil. Da rennen bestimmt noch mehr rum. Ich muss halt auch aufpassen. Ich habe das zwar schon nach oben gepusht, mein. Haha. Nein, Bartu, bei meinen Schusskünsten brauchst du gar nicht viel machen. Das mal an. Da haben wir exotisches Fleisch. Exquisites Fleisch. Rohes Schweinefleisch. Schmackhaftes Fleisch. Ach, krasser Shit. So, pass mal auf. Das legen wir mal ab. Die Steine brauchen wir nicht. Das legen wir ab. Das kannst du mal ablegen. Elchkönigkopf. Der Kopf eines Elchkönigs. Das war doch ein Hirsch vorhin, den wir erlegt haben, oder? Na gut, von mir ist auch ein Elchkönig. Ach, krass, ey. Wow. Da sind überall noch Schweine. Laufen die eigentlich noch in die richtige Richtung? Ja, da hoch müssen wir. Oh, cool, da haben wir ein Schwein. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Die ganze Zeit so ein bisschen nach Wölfen. Da oben sind auch wieder Schweine. Hier rennen bestimmt noch Frischlinge rum. Aber ich will dir die Map ein bisschen entdecken. Außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, ich will dir noch ein Pferd. Ne? Ich gehe mal davon aus, Pferde wird man genauso organisieren. Indem man halt Leine Fohlen findet. Und wir müssen den ganzen Weg ja auch wieder zurück. Ich muss das ja alles tragen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, da ist wieder so ein... Guck mal. Das wird ein Elchkönig. Aber wir haben hier schon einen. Jetzt wissen wir. Aber die machen, greifen so nicht an, oder? Hm. Laufen wir da oben rum oder laufen? In Bartu, bist du eigentlich noch da? Du bist noch da. Gut. To your den. Ein Bartu, Alter, bist du eine Maschine. Zeig mal deine Werte jetzt. Boah, guck mal. Erhöht Stärke um 10%, regeneriert sich 6 Punkte. Okay, durchdrungen, Rüstung um 0,7.
Stärke hat er plus 70, naja, 70% plus 14 Beweglichkeit. Ah ja, und ab Stufen, wo sehe ich seine Stufe? Sehe ich die irgendwo? Stufe 6, alles klar, alles klar. Oh, jetzt wird's dunkel, ich hab eine Fackel. Komm, Bato. Wir gehen da hoch. Ich glaube, hier ist ein bisschen safer. Aber ich bin ehrlich, ich möchte jetzt hier eigentlich auch nicht so im Dunkeln rum stratzen. Oh, wenn so ein Blitz kommt, ist schön hell. Nee, Leute, machen wir anders. Ich verkrieche mich mit dem Batu hier schön hin und warte, bis wieder Tag ist. Genau. Dann warten wir hier, bis wieder Tag ist und dann geht's morgen weiter. Batu ist auch da, sehr schön. Also, morgen geht's weiter. Da müssen wir dann weiter hier hoch. Dann irgendwie entweder ums Wasser rum oder durchs Wasser durch. Und hierhin, hier muss das irgendwo sein mit den Pferden. Und dann den Weg wieder zurück. Da werde ich aber dann den Weg des geringsten Widerstands wählen, denke ich. Was hatten wir denn hier? Ach, genau, da werde ich dann eventuell, wenn wir zurück, dann so gehen. Weil ich ab hier kenne ich ja den Pfad, ne? Das ist ja dann nicht so wild. Naja, müssen wir mal sehen. Also, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, für euch war es auch spannend. Ich bin echt gespannt. Da oben müssen wir auch mal noch hin. Würde mich interessieren, was das hier ist. Oh Gott, es gibt noch so viel zu entdecken. Also, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Lasst gerne einen Daumen da. Würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.